das stimmt auch. Ist übrigens auch in den Chats belegt, ja, dass das sie findet, toben, dass... ja, und das findet man ja auch in der Presse und das findet man absolut auch in der Zeit im Bild. Das ist ja das Schreckliche, zuzuschauen, wie wirklich hochseriöse und hochqualifizierte Journalistinnen und Journalisten jeden Tag drum kämpfen, ihre ganz normale Arbeit zu kennen. Wo sind wir eigentlich gelandet in Österreich, dass eine Redaktion stolz sein muss und das als Errungenschaft in einem erbitterten Kampf betrachtet, dass sie ihre ganz normale Arbeit machen können? Weil das tun wir aber nicht. Wir stellen nur fest, dass es so ist, weil das wird halt leider nicht dazu gesagt und man spielt gerade den ganzen Lügepresse. Jo, jo. Das muss man sich noch anhören. Das wiederhole ich. Errungenschaft in einem erbitterten Kampf betrachtet, dass wir ganz normale Arbeit machen können. Weil das tun wir aber nicht. Wir stellen nur fest, dass es so ist, weil das wird halt leider nicht dazu gesagt und man spielt gerade den ganzen Lügepresse-Krakelern in die Hände, wenn man so macht, als wäre diese Branche ist. Nein, man spielt ihnen nicht in die Hände. Ja. Also als damals Faymann zum Beispiel Kanzler war, hat die OE24 Zeitung, damals hat es glaube ich noch nicht gegeben, den Fernsehsender, ja auch eigentlich dann ja nicht großartig viel gegen die ÖVP geschrieben oder die SPÖ. Sie hat vor allem in erster Linie gegen andere Parteien negativ geschrieben. Nur wenn man jetzt nicht kritisch ist, wenn man sich stolz darauf ist, dass man kritisch schreiben kann über eine Partei, heißt das ja nicht, dass man es dann auch tut. Das ist ja eine Sache, ob man hinschreibt, der Faymann oder der Kurz hat das und das gemacht, das ist zum Haare ausreißen oder da greift man sich am Kopf. Oder wenn man die Konkurrenz niedermacht, wenn man die Konkurrenz schlecht schreibt, wie zum Beispiel Partei XY wird aus dem Parlament fliegen, bei Z am Ende, dann schadet man ja den anderen, ohne dass man die eine Partei, die die Regierung stellt, also einen Faymann oder einen Kurz, schaden muss. Also das heißt noch lange nicht, nur wenn man nicht kritisch, also nur wenn man jetzt sagt, man kann kritisch berichten, heißt dann noch lange nicht, dass man es auch tun muss. Ne? Ja, aber jetzt hören wir uns nochmal den Pilz 2 Minuten an. Ich musste da jetzt unterbrechen, weil es ist halt auch wirklich, man kommt sich verarscht vor ein bisschen, wenn man da die Reden hört, weil die Isabel Daniel hat bei einer Diskussion, wo es um die Silberstein-Affäre ging, vor inzwischen 5 Jahren, damals gesagt, ja, das, da war ich dabei und das stimmt nicht und so. Da hat sie den Kurz verteidigt, als das ein Vorwurf kam von einem anderen Politiker bezüglich Tal Silberstein, ja. Also so ganz neutral sind die auch nicht wirklich. Aber eigentlich wird das jetzt der Pilz auf den Punkt bringen. Diese Branche ist vollständig befallen, ist von Korruption durch und durch befallen. Also die gesamte Medienbranche, nicht bloß irgendeine Zeitung oder ein Fernsehsender wie der ORF oder so. Zwar nicht ein einzelnes Medium, das System der Regierungsinserate bei wirtschaftlich schwachen Medienunternehmen. Vor 30 Jahren war das vollkommen anders, da waren die Unternehmen wirtschaftlich sehr stark und hatten das nicht notwendig. Das System der Parteibuchwirtschaft, das besonders natürlich im ORF ausgeprägt ist, und das System, das aus der ehemals guten Tageszeitung Kurier ein Tool der ÖVP gemacht hat. Das ist ja ein ÖVP-Prügel, wo sich offensichtlich niemand in dieser Redaktion mehr ausreichend geniert, sich an sowas zu beteiligen. Kurier ist wirklich eine ganz eigene Geschichte. So, in dieser verheerenden Situation sind wir. Ich weiß heute, mit bestimmten Geschichten, wenn die wirklich heikel sind, kann ich sie zuerst oft nur auf Zack-Zack und in deutschen Medien machen. Ich kriege bestimmte Geschichten leichter in der Süddeutschen und im Spiegel unter als im ORF und der Presse. So, so weit sind wir. Das heißt, da ist etwas passiert, was nicht Sebastian Kurz erfunden hat. Das hat ja vieles davon uns vorher gegeben, aber in eine völlig neue Dimension gebracht hat. Und das war ja das Ziel vom Kurz-Regime, den Rechtsstaat und
gefügig zu machen. Den Rechtsstaat hat man frontal angegriffen mit der WKStA, dort versucht, da alles kurz und klein zu schlagen. Das ist zum Glück misslungen. Da haben wir alle gemeinsam gekämpft, die WKStA zu schützen. Die Medien hat man gekauft. Gekauft, schlicht und einfach. Ja, genau an der Stelle will ich auch unterbrechen. Und ich schicke euch, also ich schneide das zusammen in einen zweiten Teil, um jetzt da näher in die Tiefe zu gehen. Aber das Gute ist, wir werden jetzt über das jetzt nicht zu viel reden. Und hier ist eine E-Mail vom 19. Oktober. Die kann ich euch gar nicht ganz zeigen, weil ich dann über den Kurz ziemlich böse bin. Kein einziges Mal wurde ich in einer Umfrage gebeten, meine Stimme abzugeben vom Meinungsraum oder Gallup. Ich war aber sicher seit 2011, 2012 oder so im System. Das ist äußerst eigenartig. Würde zu jedem jetzt schon befragt, zu TZETA und zu TTIP. Ich glaube, die Liste Kurz hat Umfrageinstitute gekauft. Außerdem 33% wurden gar nicht. FPÖ-VP-Schnitten geringer als in den letzten Umfragen ab. Silberstein war auch ein Trick, die Frage ist nur, ob die SPÖ oder Dörting Kombinien samt selbst liegt, selbst Orte oder nur als Katze im Sack erhielt. Habt ihr das gelesen? Hatte schon ein paar Mal im Verdacht, aber spätestens jetzt glaube ich, die Wahlen werden getürkt. Also ich meine nicht wirklich die Wahlen, ja. Aber im Prinzip die Wahlen durch die Umfragen. Das war eine E-Mail, die ich aus 2017 geschrieben habe. Der Anlass war ein Standardartikel, Kurz legte bei Juncker Bekenntnis zu Europa ab. Das ist quasi die Fortsetzung zu dem vorigen, weil da habe ich schon seit 2017 keine einzige Umfrage mehr gehabt. Ich habe dann immer wieder Umfragen gekriegt, zum Beispiel zum Thema Mann- und Frau-Freundschaften, aber keine einzige Politikumfrage mehr. Und ganz ehrlich, es hat sich auch in den letzten Jahren nicht wirklich großartig geändert. Also muss ich erstaunt feststellen, was der Peter Pilz sagt, ist wahr. Nur ich habe mir nie wirklich einen großen Kopf gemacht, weil wenn man eine Person aus einer Umfrage ausschließt, heißt das ja nicht, dass man alle Umfragen deshalb damit getürkt hat. Nur, wenn man sich das so anhört, wie die Medien gekauft und man hört, Umfragen wurden gekauft und so weiter und so fort, ja, dann muss man sich natürlich schon fragen, inwieweit das nicht wirklich System hatte, dass man also Leute generell ausgeschlossen hat an Umfragen, die unbequeme Umfragewerte abgeben. Hier ist zum Beispiel eine Umfrage, die hat mir ein Freund geschickt, einmal von seinem Samsung-Handy. Das war in 2019. Da war Umfragerekord für Kurz 38%. Die war von 6.6. Und wir haben immer wieder über Umfragen uns unterhalten, nämlich. Darum haben wir das also auch mitgekriegt, wenn irgendwas komisch war. Ja, das ist noch eine Meinungsäußerung zu mir, an einen Freund von mir. Da habe ich dann geantwortet, auf was, und ich dachte, die SPÖ erreicht 28-30% ohne Aufwand und die FPÖ ist bei 14-15% im Best Case. Das Einzige, was diese Umfrage zeigen kann, ist, wenn sie Aussagekraft hat, dann, dass der Misstrauensantrag nach hinten losging, 6.6.2019. Also zu einem Zeitpunkt, wo Ibiza voll seine Wirkung schon entfaltet hat und wenn ich mich recht erinnere, auch die EU-Wahl vorbei war. Zu Ibiza könnte ich auch, also zu den Auswirkungen von Ibiza könnte ich auch ein bisschen sagen, was ich gehört habe, aber das ist jetzt nicht wirklich relevant, weil es geht hier eigentlich eher um die ÖVP-Sachen. Jedenfalls, kurz oder lang, gesagt ist, was der Peter Pilz, auch wenn ich jetzt nicht mit ihm jetzt übereinstimme in vielen politischen Punkten, zu den Medien gesagt hat, da muss ich leider ihm recht geben. Die Krone, die wurde gekauft
vom ORF, von der ÖVP, sorry. Der ORF, da gibt es jetzt einen schwarzen Generaldirektor. Presse, da gab es ja diese Novak-Chats mit Thomas Schmidt. Und er hat ja was mit der Styria Medien AG auch erwähnt, der Peter Pilz, wie ihr vorhin gehört habt. Und wie ich schon gesagt habe, ich habe von Gallup und Kamersin, waren früher gemeinsam ein Umfrageinstitut, muss man dazu sagen. Ja. Und da habe ich seit 2017 keine Umfrage mehr gehabt. Das habe ich mir so notiert. Und ich habe mich auch richtig erinnert, wie ihr gesehen habt, das war dann im Sommer 2017 das letzte Mal. Jetzt könnten wir natürlich nachschauen, wann ist Sebastian Kurz Chef der ÖVP geworden und wann ist er Kanzler geworden. Aber das würde sehr weit greifen und ich denke, das Video ist schon lang genug. Ich kann es aber für euch noch kurz raussuchen, damit wir jetzt sagen können, ob da jetzt ein Konnex ist. Ich habe jetzt mal ÖVP geöffnet. Da müsste Bundesparteiobleute seit 45 stehen. Da steht, Kurz war irgendwann einmal Parteichef. Wann war er? Von Mai 2017 bis Dezember 2021. Ohoho, also ein Monat, bevor ich meine letzte Umfrage gemacht habe, Parteichef der ÖVP geworden. Interessant.